Das Einzige, womit man hier noch interagieren kann, ist dieses dämliche Fenster. Huhu. Keiner da. Ich habe hart dafür gearbeitet. Ich werde es garantiert nicht einfach so zum Fenster rauswerfen. Du hast überhaupt nicht hart dafür gearbeitet, das hat jemand anderes gemacht. Aber das. Keiner da. Er schläft wie ein Baby. Er schläft wie ein Baby. Was genau genommen noch besser so ist. Er hat eine Schraube, um seinen Pipi-Tank zu kalibrieren. Viel Spaß beim Aufwachen. Er schläft wie ein Baby. Was genau genommen noch besser so ist. Den kann man durch nichts wecken, aber man kann auch nicht so lange der da rumhängt. Die Kanone dran. Der Organen ja nicht besonders zuzusetzen. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oha, das ging ja flott. Donnerknispel. Also bei dieser. Jetzt haben wir ein leeres Formular. Jetzt können wir den nochmal versuchen, ein leeres Formular in die Hand zu drücken. Das bringt aber nur auch nichts, fürchte ich. Zumal das halt auch ein Formular für was komplett anderes ist eigentlich. Ich würde ja eine neue Stimmauszählung beantragen. Leider fehlt mir das entsprechende Formular. Ja, das ist halt nicht das entsprechende Formular. Wer mich kennt, weiß, wie sehr ich offene Enden hasse. Aber wenn ich was mit der Rohrpost verstehe. Nee, super fest verschraubt. Ohne das richtige Werkzeug lässt sich die Leitung nicht öffnen. Okay, ich weiß nicht, ob ich das schon probiert habe oder ob ich das einfach vergessen habe. Ich schraube mir jetzt erstmal auf. Da kommt nichts mehr. Die meisten Organons sind ja auch schon an Bord des Hochboots. Kann ich's jetzt? Ne, jetzt wieder. Das ist also albern. Ich schreibe das auf und dann ist es wieder fest verschraubt. Dann geht es. Das ist doch lächerlich. Ohne das richtige Werkzeug lässt sich die Leitung nicht öffnen. Das ist doch völlig lächerlich. Cowboy Dodo sitzt nicht lang. Ich weiß, aber er macht's. Es wäre so einfach. Du müsstest nur dieses dämliche Rohr aufdrücken, die Rohrpost reinschmeißen, es weiter gedrückt halten, warten, bis der Rohr wieder zurückkommt. Das würde super funktionieren. Aber du willst ja nicht. Anhand der Beschreibung. Also bei diesem. Leeres Formular. Das Formular nicht. Ist doch egal. Es heißt, man soll aber nie im Kleiner. Antragsformular 27-WUK. Antrag auf. Ja, will ich aber alles nicht. Das gibt's ja nicht, was Sommers ist doch. Hilf mir doch mal einer jetzt. Mensch. Wo sind denn hier die schlauen Zuschauer, die mal ein bisschen mitdenken? Sind wieder nicht da, alle hier. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt bin ich wieder hier. Ich wollte doch nach oben gehen. Müsst ihr verstehen. Jo, da kann ich nichts sehen. Ich kann auch immer zum tausendsten, was weiß ich was hier, dieses Dings hier. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Ein Irk brauchen wir nicht. Medizinische Dienst. Das macht er ja sowieso nichts. Erstmal nichts. Dann ist halt wieder raus. Bringt halt auch nichts. Da ist ja also eine blöde Fliege rum.
Das ist alles derselbe Vordruck. Antragsformular 27-WURG. Antrag auf A. Medizinische Hilfeleistung für Arbeitsunfälle bei Terminal-Wartungsarbeiten. Aktenzeichen URG-75. B. Einen Schraubenzieher scharfkantig für Terminal-Wartungsarbeiten. Aktenzeichen C. Ja, wissen wir. Wissen wir alles. Hier, Formular. Ich brauche ihn nicht zu überrumpeln. Solange er mich nicht bemerkt hat, geht von ihm keine Gefahr aus. Glück gehabt, Organon. So, und nun? Dadam, dadam, dam, 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 dadam, dadam, dam, dam. Benutze Zahnbürste mit Skyline. Nee, das wäre doch Affentittenlahm. So. Warum habe ich auch keine Wasserbomben dabei? Oder einen Konzertflügel? Das wäre lustig. Ich behalte die Sachen lieber in meinem eigenen Mantel. Da ist eh viel mehr Platz. Der Widerstand scheint dem Organon ja nicht besonders zuzusetzen. Ei, Gude! Grüße gehen rein ins Bein! Ach ja, da sind sie. Verrückt. Ich hätte sie woanders erwartet, aber... Na, hoffentlich stelle ich mich morgen nicht beim Laufen. Ich muss ja morgen den ganzen Tag wieder rumstehen. Und wenn ich dann Grüße im Bein habe, dann lahm ich und dann ist kacke. Prost! Ich muss für den Marco momentan Reste leer trinken. Ein Boxershorts, mein Lieber! Ich hab doch Stil, ich bitte dich. Boxershorts. Das. Gute Engelbert Strauß-Hosen. Boxershorts. Das. Hier, putz dir die Zähne, Cletus. Ich habe eine Idee. Ich halte ihn fest und du polierst ihn mit einer Zahnbürste. Ja, klar. Du hast keine Ahnung, was man normalerweise mit so einer Zahnbürste macht, oder? Ja, dann... Ich habe eine Idee. Willst du mir etwa schon wieder einen Bandwurm anhängen? Viel besser. Du musst nur diese Rohrpostleitung da hinten mit diesem Schraubenzieher hier aufhalten. Und was soll das bitte bringen? Na, schau doch mal hin. Er sitzt genau in der Schussbahn. Und sobald eine Rohrpost des Weges kommt... Flumm. Hat aus. Geh mal welche aus dem Trockner holen. Das ist wichtig. Ich hab keinen Trockner. Vorausgesetzt natürlich, es kommt eine Rohrpost, bevor mir die Arme abfallen. Dafür werde ich schon sorgen. Ich bin gleich wieder da. Okay, ich wusste doch, man muss irgendwie, aber... Oh. Immer so Kleinigkeiten, die man nicht denkt. Man kombiniert alles mit allem, aber dann kommt man nicht auf die Idee, jemandem was in die Hand zu drücken. Oder überhaupt die Idee mit, Antragsformular Antrag C. Ich
Klites zusammenarbeiten. Das war aber auch echt nicht zu erwarten. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Eine neue Leber. Wie wäre es denn damit? Also ich würde sowas beantragen wollen. Strich Holla. Fünf. Die Waldfee. Ist wieder egal. So. Ah, okay. Jetzt kommt sie nämlich nicht wieder zurück. Haha. Haha, something happened. So. Now back to the motivation, into the game, into the, draußen wird's dunkel. So, jetzt aber. Komm, jetzt läuft hier was. Hey, stopp! Ich wollte doch die Aufstiegscodes holen. Und das wirst du auch. Also, der andere, du. Die Wahl war einstimmig. Glückwunsch. Aber wie kommt das denn jetzt plötzlich zustande? Ein Doppelgänger hier hat Cowboy Dodo gerettet. Echt? Was? Gerettet? Eine Rohrpost hat mich am Kopf getroffen und ich wäre beinahe den Turm runtergefallen. Dein Doppelgänger ist ihm sofort reflexartig zur Hilfe gesprungen. Er ist ein wahrer Held. Du hattest vollkommen recht, Rufus. Ich muss mich entschuldigen, meine Güte. Ich war sogar drauf und dran, dir körperlichen Schaden zuzufügen, um derjenige zu sein, der die Welt rettet. Bitte verzeih mir. Schon okay. Super. Dann ist das ja geklärt. Alles, was uns jetzt noch fehlt, ist ein Seil. Das kriegen wir hin. Du, Timo, wenn du noch bügeln musst, was gibt es da schöner als so ein ganz einfaches, schlichtes Adventure-Game, wo so ein bisschen Story, ein bisschen Witz dabei ist, was man einfach so nebenher gucken kann und dabei ganz entspannt bügeln. Ich dachte gerade, der sabbert in sein Becher rein, aber das ist hier der Reißverschluss. Okay. Hier nimmst du dein Seil. Na gut. Ich glaube, ich habe eine Art Seil gefunden. Den Bandwurm da? Vergiss es. Mag sein, dass sich dieser abgesattelte Westernheld da mit einem Bandwurm abseilen würde. Aber ich, ein Fachmann, brauche ein richtiges Seil. Kannst du nicht mal eine Ausnahme machen, damit unser Heimatplanet nicht in die Luft gesprengt wird und so? Nein. Ich muss immerhin darunter. Dann kann er doch wenigstens ein vernünftiges Seil besorgen, oder nicht? Freunde, müssen wir wirklich immer noch über diese Ego-Sachen streiten? Wenn ich heute eine Sache gelernt habe... Oh bitte, keine Ansprache mehr. Ich tue ja alles, was ihr wollt. Also ich glaube, die Handstellung von der Roten, das war so ein bisschen in Vorbereitung, schon mal den Gürtel zu öffnen. Und dass diese Winkel da nicht frei beweglich sind. Die drehen sich zwar mit, aber nur solange sie nicht blockiert werden. Ach egal, das wird schon. So, wir müssen den Hebel wohin kriegen, nach da unten, Ziel, ja. So, ja, das ist doch schon mal wieder ein spannendes Minispiel, wie schön. Lustigerweise, ich hatte so ein Spiel ganz, ganz früher mal auf dem Gameboy. Das hieß, glaube ich, Quirk oder so, da ging es nur um solche Rätsel dieser Art. Müssen wir mal gucken. Den kriegen wir so, oder? Entschuldigung, klappen. Zack. Kriegen wir den aufgeklappt. Dann geht der natürlich wieder zu. Das ist ja logisch. Das ist natürlich sein, dass ich den doch richtig überlage. Na dann. So. Ja. Viel zu leicht, einfach viel zu leicht. Also da hätten wir jetzt auch irgendwo mal Schwierigkeiten in das Rätsel einbauen können. Du jämmerlicher Depp, kannst du eigentlich gar nichts richtig machen? Deppete, dumm Depp. Also reg dich doch nicht so auf. Du klingst ja schon fast wie Klites. Ich bin Klites. Tja, Überraschung. Jeder Mensch mit dem Schulabschluss einer Amöbe abwärts hätte das natürlich sofort gemerkt. Aber nicht du. Du Dementer. Selten dämlicher. Ach, das lohnt sich nicht. Auch wenn die Zeit mit dir eine einzige Heimsuchung war. Ich habe die Aufstiegscodes. Und nun kann ich statt Argus das Hochboot betreten. Au revoir, mon ami. Boah, was hat der für eine fiese Charakter. Wenn ich nachgeguckt habe, was das heißt, gibt es richtig Ärger. Ha!
Selber schuld, Drecksack. Aber bei aller Schadenfreude. Ich denke, wir sollten hier lieber schleunigst verschwinden, Janosch. Janosch? Janosch hat jetzt einfach die Chicas mitgenommen. Hallo, Chica. Und ist gegangen. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Hallo, Chica. So, okay, kacke. Da, 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 da. So. Was hilft mir da? Egal, ich gehe erstmal wieder zurück. Vielleicht hat sich hier oben was für... Ah. So, so. Rebellenbefall in der Organon-Hauptverwaltung. Kann mir das irgendwer erklären? Das habe ich erwartet. Ich weiß es. Ich weiß es. Hallo, ich. Ach nee, warte mal. Halte mal, stopp. Ja. Rufus. Le Rufus. Ist ein Franzose? Fünf Rebellen und dieser Kletes. Wer übernimmt für diese ungeheuerliche Fehlleistung die Verantwortung? Oppenbot? Ich, Herr Amtmann? Aber ich war doch die ganze Zeit bei Ihnen und habe Ihnen beim Einrücken auf das Hochboot geholfen. Widersprechen Sie mir etwa? Dafür werden Sie jetzt zum Kistenschleppen abkommandiert. Weggetreten. Aber... Weggetreten, sage ich. Ja, Herr Amtmann. Armer Oppenbot, da kriegt ihr mal alles ab, aber ist das so ein netter. So, noch an jemand? Sich, glaub ich. Na los, nun ziert euch doch nicht so. Wer trägt die Verantwortung? Hm? Ich, das war ganz allein meine Idee. Ich übernehme die Verantwortung, Herr Amtmann. Ich sollte unbedingt auch zum Kistenschleppen geschickt werden. Na sowas. Ein Organon mit Courage. Von dem könnt ihr euch alle meine Scheibe abschneiden. Na los, Soldat, treten Sie vor. Und zur Belohnung singen wir jetzt für unseren tapferen, vorbildlichen Kameraden die Organon-Hymne, bevor wir ihn dann feierlich vom Turm werfen. Organon! Organon! Ein bisschen schräg. Oh oh. Was war das? Na was schon? Der Organon greift an. Ach du grüne Grütze. Leopold! Was denn? Der Organon greift an. Echt jetzt? Ja, Mann! Scheiße! Na los, an die Geschütze! Geschütze, ja, Mann, scheiße. Feuer erwidern! Gut. Okay, so ergibt sich jetzt das eine und das andere. Und wir kommen hier rein. Na. Supi!